Du machst nichts, Edda. Gut. Okay, Kana hat 4 Aufladungen, aber... Ja doch, mach die Wallwand dahin. Und auf den. Du auf den, mach eine Heilung. Du noch so ein Nekro-Ding. Du verkrüppelter Schuss. So. Müsste dir auch gleich umkippen. Marissa, du darfst auch angreifen. Ja, du. Oh, was hast du? Bewegungsunfähig. Yeah, okay. Den halt nicht. Ready, Watcher. Ach, da bist du. Ja, gut, dass wir hier nichts getriggert haben. Mhm. Weg. Du. Du was? Alleine, geh dahin, geh gucken. Keep him quiet. Hi. Du Lute. Zeug. What? Huh? Dahin. Das ist jetzt nochmal die Geschichte, die wir am Anfang gefunden haben. What? Geh mal dahin. Vorsichtig, bleib mal im Türbogen erstmal stehen. Weil eigentlich gerade Türbogen sind eine super Stelle für Fallen. Dann sollte man davor stehen bleiben. Ah, sieht soweit ruhig aus. Guck mal. Die meisten dieser schimmelnden und verfallenen Bücher sind geschwärzt und zerbröselt. Die verbliebenen lesbaren Seiten scheinen alt-edryanisch. Edyranisch gehalten zu sein. Bade, geh mal gucken, vielleicht interessiert dich da was. Something over there. Mach die Falle weg. Shaft. Ein Aufsehersiegel. Was machst denn du? Dieser Siegel scheint ursprünglich engvitanisch gewesen zu sein. Es handelt sich um ein kreisrundes Stück weißes Adra, das ein Blutsteinjuwel umfasst. Auf der Rückseite ist ein Schwert eingraviert. Okay. Seite eines Expeditionstagebuchs. Dies scheint eine Seite zu sein, die aus einem größeren Text herausgerissen wurde. Ist das jetzt, gehört das jetzt zu dem Fluch? Der eine Typ, der alle seine Kameraden verflucht? Könnte fast passen. Skada hat es nicht geschafft. Ich weiß, dass Merrick sein Bestes gegeben hat. Kein Grund, jetzt noch umzukehren. Das jedenfalls hat Merrick gesagt. Ich glaube, dass es eher darum geht, diese Ruine leben zu verlassen. Wir haben bereits die Hälfte unserer Leute verloren und ich weiß nicht, wie wir das hier überleben sollen. Besonders jetzt, dass Skada von uns gegangen ist. Die Götter waren uns gnädig und ließen uns dieses Herrenzimmer mit den Büchern darin finden. Mit diesen Wälzern sollte es sich an und für sich ein guter Preis erzielen lassen. Wir müssen gar nicht mehr weitergehen. Aber dieses Siegel bringt sein Blut in Wallung. Er ist sicher, dass wir unter der Erde noch mehr ingvitanische Reliquien finden werden. Mit jedem Schritt entfernen wir uns weiter von einer sicheren Beute und steigen tiefer in unbekanntes Territorium hinab. Ich weiß nicht, welcher Wahnsinn ihn ergriffen hat. Ich kann nicht aufhören, an Edriga zu denken, wie sie schrie. Du... Oh, kein Platz. Ja, gut. Untersuche das mysteriöse Siegel. Das machen wir doch glatt. Hier. Warum hast du das nicht? Ach so, das kann man nicht in gezieltes Inventar nehmen. Das sammelt, kommt immer dahin, weil es halt ein Questgegenstand ist. Ah. Wir brauchen... Okay, also das Schwert, das wir gefunden haben, was Intellekt minus 1 bei Edda macht, das ist dann wohl doch nicht das Schwert, das wir suchen. Das Schwert, das wir suchen, ist das hier nur komplett wiederhergestellt. Ja, gut. Aber wir können damit gar nichts machen. Bei der Erkundung der endlosen Pfade habe ich ein schweres graviertes Siegel gefunden. Sein Verwendungszweck ist nicht klar, aber die abgenutzten Gravuren scheinen ingvitanischen Ursprungs zu sein. Vielleicht kann ich bei meinen weiteren Erkundungen noch mehr Informationen finden. Also ja, wenn wir quasi einen Referenzstein finden. Also einen Stein mit derselben Schrift und im Idealfall denselben Text in einer anderen Sprache nochmal darunter.
Also ein Rosetta-Stein quasi. Ja. Da suchen. Hallo Troll, da ist eine Leiche. Und du stehst auf seinem ehemaligen Kopf, das ist nicht sehr nett. Okay, alle Mann, schleichen aufhören, einfach schreien, rausstürmen und den Troll töten. Die Trolle töten. So, kommt mal hier rein, dass ihr besser zaubern und schießen und so weiter könnt. Du tob dich mal aus. Du, Tito. Du Markierung auf Troll Nummer 1. Du schießt auf Schleim. Yes. Schön den Schaden aufteilen. Okay. Du machst bitte, da die jetzt nicht mehr ganz so super stehen, dieses Rumspringen-Ding auf den Troll. Du. Oh, aber wenn wir das jetzt machen, müssen wir mehrere erwischen. Ja, und einen von uns. Was ist nur der Fuchs? Ja, komm, go. Wisch. Genau, schön aufräumen hier. Schleim kaputt. Troll kaputt. Alles kaputt. Und die Weibern waren eigentlich für die Katz. Zeug und Beharrlichkeit. Zuverlässig, verwundend, beschädigend 3. Kriegst du eine ganze Auswahl an Bögen, hm? Du hast momentan einen guten Jagdbogen. Bei deinen Fähigkeiten wollte ich nochmal gucken, welche Bögen du da hattest. Keine. Okay. Loot. Beharrlichkeit. Also was machst du? Du machst zum einen zwei Intellekte, aber das machen fast alle Waffen, komischerweise. So, du hast auch diesen komischen Trefferbereich weiter nach rechts verschoben, wie das bei Elders Waffe auch war. 25% verursachter Zeitschaden. Achso, verwunden, ja klar. Das heißt, er macht einmal Schaden damit und dann nochmal prozentual Schaden vom Schaden über 5 Sekunden. Und plus 45% Schaden. Das ist ordentlich. Dafür bist du aber nicht gut. Richtig? Oder können wir das noch oben drauf pappen? Nee, können wir nicht. Wir können aber noch Sekundärschaden rauftun. Wir können noch Rassen-Kreaturen-spezifisch was raufpappen. Das ist gut. Und genau, Schaden allgemein vergleichen. Ich wollte vorher beim Jagdbogen bleiben wegen der Geschwindigkeit. Und das hier ist auch ein Jagdbogen. Also Reichweite ist gleich, Unterbrechung ist gleich, Basisschaden ist hier ein Ding höher. Ja, scheint auch ein Jagdbogen zu sein. Ja, sehr schön. Also, den legen wir gleich an. Gucken wir noch kurz seinen Text uns an. Dieser Bogen wurde in einem Enutanik-Stamm von Generation zu Generation weitergegeben und galt als von den Göttern gesegnet. Denn keine Jägerin, die ihn je besaß, kam jemals ohne Beute von einer Jagd zurück. Von dem Bogen abgefeuerte Pfeile, so hieß es, würden ohne Fehl ihren Weg zu einer verwundbaren Stelle finden und das Ziel zu Fall bringen. Anstatt eine einzelne Person den Bogen besitzen zu lassen, betrachtete der Stamm ihn als Geschenk, das unter allen seinen Mitgliedern geteilt werden musste. Eine junge Frau des Stammes gierte aber nach dem Bogen und seiner Macht, da sie überzeugt war, sie könne über einen eigenen Stamm herrschen, wenn sie die Waffe nur für sich allein hätte. Eines Tages, als sie mit Beharrlichkeit jagen durfte, ließ sie sich von den übrigen Jägern zurückfallen und verschwand mit dem Bogen. Und ja, den Namen, den ich nicht aussprechen konnte, war, glaube ich, ihr Volk. Die Enutanik. Gucken wir mal ganz kurz, was unsere Unterlagen dazu sagen. Wissen? Nee. Nee. Orte? Nein.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dem so war. Ja. Das heißt, wir sind jetzt einmal rum. Wir haben das Siegel, aber wir haben hier nicht wirklich irgendwelche Sachen gehabt, mit denen wir interagieren konnten. Das da sieht sehr, sehr komisch aus. Aber das werden wir wohl erst später rausfinden, im selben Atemzug wie das Schwert. Das heißt, wir laufen jetzt hier oben hin. Schlafen müssen wir nicht. Wir kommen einigermaßen frisch in die nächste Etage rein, haben auch noch einigermaßen viele Zauber. Das ist also okay. Dann gucken wir mal, was da uns. Was da uns erwartet. Ich habe gerade so ein komisches Schnaub, Kreisch, Klauengeräusch gehört. Schwierig zu beschreiben. So wie so eine Drachenklaue auf dem Boden und dazu so ein leichtes so ungefähr. Runter. Und da ist das Gesicht wieder. Das heißt, wir müssten jetzt demnächst beim Torso ankommen oder Schultern zumindest. Oh, Xaurips. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, viele Xaurips. Du mach mal das Rumspringen. Obwohl, ne, mach Feuerball. Feuerball. Das sind zähe Xaurips. Gut, dann machen wir auch mal ein bisschen was Zäheres, ne? Nicht immer den falschen Klick. So, du. Du machst bitte. Na, erst ein bisschen hinstellen. Du dahin, du dahin. Du machst markierenden Schuss auf den. Du pöbelst die alle an. Und du. Nee, du haust ihn einfach noch kaputt. So, du machst jetzt von hier aus den. Irgendwas mit der. Mit der Hitbox hier nicht richtig. Na, so geht's. Weil eigentlich hätten wir alle treffen sollen, müssen, wie auch immer. Du. Hast du mal Lust, Marissa zu verbrennen? Bestimmt, oder? Na, kommt noch nicht weit genug. So. Du. Mach mal das Schmetterding. Mitten auf Marissa? Nee, komm, mach den hier. Wir müssen nicht über. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit dem Friendly Fire. Och, komm schon. Also irgendwas haben sie hier definitiv gedreht an dem Spruch. Der ist ziemlich komisch in letzter Zeit. Denn halt, mach einen Sonnenstrahl. Was soll's da? Du bist am Zaubern. Du mach mal Skelette, bitte. Hier so ein bisschen. Genau. Da, da. Und du mal auf den. Passt das schon irgendwie. Du mach die benommen. Vor allem den Priester da hinten. Der Rest kann ruhig weiterschießen. Oh, hallo, Meister. Und anhang. Warten, warten, warten. Heilen. Ganz viel Zeug. Mitnehmen. Mitnehmen. Muss man ganz schön viele Edelsteine. Die Nische wurde mit Stroh sowie mit Federn und Fellbündeln eingerahmt. In der Luft hängt ein moschusartiger Geruch. Ja, ein Xaurop-Lager. Okay. Also sie scheinen zäher zu sein als ihre Kameraden von zwei Stockwerken und drei Stockwerken, glaube ich, jetzt schon weiter oben. Aber machbar. Da unten waren auch welche. Ich glaube, ich folge trotzdem erstmal in der Richtung hier, so quasi rechts an der Wand lang. In der Hoffnung, einen recht schnellen Ausgang zu finden. Also nichts, weil wir es müssten, sondern einfach nur, weil ich gerne so eine Art Rückzugsmöglichkeit hätte.